Jo, also kommt zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Beim letzten Mal haben wir es tatsächlich geschafft nach Fleetburg und haben unseren Rivalen, falls man ihn so nennen kann, Rivalen Adrian, wir sind selbstverständlich tausendmal besser, komplett hops genommen. Ich habe tatsächlich wieder Kamula ins Team genommen, habe dafür Sakura rausgenommen, weil ich mir dachte, ein Boden-Pokémon kann gegen einen Stahl-Arena-Leiter tatsächlich ziemlich nützlich sein. Und ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn Skorgler uns folgt. Schwebt es uns so hinterher, Junge? Das sieht ja richtig krass aus. Also, wenn man sich so umdreht und dann gegen das Pokémon läuft, das ist dann immer so meh. Aber schaut euch das mal an. Guck mal, wie Skorgler einfach gleitet. Junge, wie fresh sieht das denn aus? Imagine, du hättest keinen Skorgler, sondern einfach Skorgro. Junge, wie es einfach so gleitet. Richtig krass, Mann. Ich feier das. Ich feiere das. Junge, wie cool müsste das sein, einfach diese Flughäute oder wie auch immer man das nennt, zu haben, die einfach Skorgla und Skorgro haben. Einfach so zu schweben. So, du musst nicht mal was machen, du musst nicht mal die Flügel bewegen, du schwebst einfach durch die Luft. Fliegender Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Was? Hey, ist mir auch egal, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was muss man zuerst machen? Erst den Arenaleiter besiegen oder muss man erst auf die Eiseninsel? Oder ist das nicht eigentlich egal? Was sagt denn hier der Matrose? Möchtest du in See stechen? Ich meine, wenn du schon fragst, ei, ei, Captain. Oh, das Boot wackelt sogar. Es fährt nicht komplett gerade. Wegen den Wellen und so weiter und so fort. Okay, ich verstehe. Also, das sind die ganz anderen grafischen Details. Okay, da wurde kurz der Tempo angeschaltet. Okay, da hat das Boot aber kurz mehr als vier Tempozähler gehabt. So, so. Eiseninsel. Müsste hier nicht dieser Typ auf uns warten? Dieser, wie heißt der? Urs oder so? Der sein Lucario dabei hat oder Riolu oder uns ein Riolu-Ei gibt oder so? Hä? Müsste der nicht hier sein? Keine Ahnung. Schauen wir mal, vielleicht finden wir ihn ja. Ich meine, wir haben eh Zeit. Wenn der nächste Arena-Orden wieder so leicht wird und wir den Arena-Leiter einfach so wegklatschen, können wir uns ein bisschen Zeit lassen. So. Was hast du denn zu bieten, mein Junge? Camper Joshua. Luxio. Das kommt mir bekannt vor. Fast so, als hätten wir selbst eins im Team, nur entwickelt. Ah! Bedroher, aber wegen der Fähigkeit Scherenmacht kann unser Angriff nicht senken. Junge, Alter. Also Competitive ist Scherenmacht jetzt nicht gerade die beste Fähigkeit, um ehrlich zu sein. Also da sind die anderen Fähigkeiten von Skorgla und Skorgro definitiv besser. Aber im Playthrough, wenn man gegen so was wie Staravia und Luxio regelmäßig kämpfen muss, gegen Bedroher, ist es ja richtig gut. Dampfwalze, sehr effektiv gegen Elektro-Pokémon, sehr effektiv gegen Gift-Pokémon. Also die perfekte Attacke gegen diesen Camper-Jungen und seinen Skunkapu. Ja, und sein Luxio. Das war einfach. Das war wirklich einfach. Ja, du solltest dich wirklich mehr aufs Camping konzentrieren. Pokémon-Kämpfe, das sind nichts für dich. Das kannst du ruhig gerne den Erwachsenen überlassen, okay? Onix! Okay. Kennt ihr mal diesen krassen Moment so? Immer wenn man so einem Onix in einer Höhle begegnet, man denkt sich immer so, boah, krass, Onix! Und dann fällt einem so ein, boah, das ist eigentlich gar nicht mal so ein gutes Pokémon. Ist einfach immer so. Oh, Junge, aber diese Dampfwalze überlebt es, okay? Ja. Das Ding ist so. Also, Onix ist halt wirklich gar nicht mal so gut. Stalos, finde ich, ist auch. Also, Stalos ist bestimmt ein Pokémon, was man so in Playthroughs nutzen kann, aber. So, es gibt halt auch bessere Stahl-Pokémon, ne? Obwohl, man muss halt sagen, bei Stahl ist immer so Stalos das erste Pokémon, an das man denkt. Ich meine, es heißt ja auch literally Stalos, also. Ja. Wobei ich auch weird finde, es gibt halt Stalos und Stolos. Also, keine Ahnung. Ich bin definitiv Team Stalos an der Stelle. Georock. Okay. Also, wenn ich das mal so sagen darf, Staralili, Kleinstein und Ponita und ihre Entwicklungen sind einfach die Pokémon, denen wir am allermeisten begegnen. Also, da ist. Also, Zubat ist gar nichts dagegen, okay? Zubat ist wirklich gar nichts dagegen. Ja.
Oh, Georok setzt ebenfalls Dampfwalze ein gegen ein fliegendes Pokémon. Ich weiß nicht, ob das so sehr Sinn ergibt, aber ja, das hätten wir. Unser Skorgler ist nicht so weinerlich wie das von Ash aus dem Anime. Das macht gar keine Faxen, okay? Einfach kurzen Prozess. Da ist ein Pokéball Eisenkugel. Schätze, macht Sinn, wenn man das auf der Eiseninsel findet. Was macht das? Lass mich raten. Das erhöht die Stärke von Eisenattacken. Ich meine Stahlattacken. Macht Pokémon des Typs Flug oder mit der Fähigkeit Schwebe anfällig für Bodenattacken, senkt den Initiativewert. Ach so, ja genau, das war das Ding. Das wirft man halt mit Schleuder auf den Gegner und dann werden halt fliegende Pokémon oder Pokémon mit Schwebe halt von Erdbeben getroffen. Ne? Also können von Erdbeben oder generell von Bodenattacken getroffen werden. Aber als ob man, wenn man die Möglichkeit hat, eine andere Bodenattacke einsetzt als Erdbeben. ja. Und die Initiative sinkt, das ist natürlich auch gut. Aber dafür muss man halt Katapult haben. Oder Schleuder oder was auch immer, keine Ahnung. Okay. Picknickerin Sabine. Setzt Staravia ein. Staravia! Das sollte allerdings kein Problem sein für Skorgler. Hier kommt wieder die Fähigkeit Scherenmacht zum Einsatz. Unser Angriff sinkt einfach nicht. Das kannst du so lange versuchen, wie du willst. Und wir haben die deutlich bessere Flugattacke mit Akrobatik, also. Kamula ist definitiv jedem Staravia der Welt voraus. Das haben wir. Akiza erreicht Level 38. Sie werden so schnell erwachsen, oder? Kinoso. Kinoso ist eines der weirdesten Pokémon aller Zeiten. So, in der Sonne geht es halt auf. Und dann sieht es anders aus. Dann blüht es halt quasi. Und ist trotzdem noch scheiße. Ja, okay. Kinoso hätten wir auch besiegt. Es ist halt auch so eine Sache, ne? In einer Höhle ein Pokémon einzusetzen, dessen Kräfte sich halt mehr oder weniger erst dann entfalten, wenn die Sonne scheint. Eine Sprühdose Superschutz. Wisst ihr was? Ich glaube, das kommt gerade sogar ziemlich gelegen. Wir wollen jetzt hier nicht, ne? Wir wollen jetzt nicht zu viel Zeit hier verschwenden. So. Wo geht's denn hier lang? Hier schätze ich mal. Ah, da ist noch ein... Oh, Moment mal. Da ist noch ein Pokéball. Ah, Junge, jetzt verschwenden wir hier die ganzen Schritte, die Sprühdose Superschutz uns bietet. Ah, Junge, was? Oh, Junge, Alter, 200 Schritte komplett verschwendet. So, hier lang, hier lang, hier lang. Und da ist ein Pokéball. Ey, wenn da jetzt nichts Nützliches drin ist. Fluchtseil. Na gut, ja, das, ja. Aber das hatten wir halt schon, ne? Also. Aber wenn man keins hat, ist das in der Situation nützlich. Dann kommt man wenigstens aus der Höhle raus. So. Hier mussten wir. Nein! Junge! Ey, das dauert länger als der letzte Arena-Kampf. Hier durch diesen Raum zu kommen. So, hier lang. Und es ist nicht mal ein Scherz, es dauert wirklich länger als der letzte Arena-Kampf. Ich glaube, links erwartet uns unser Bruder, Urs. Da ist er doch, mit seinem blauen Hut. Bla bla bla, ja, wir sollten uns zusammenschließen. Okay, das hätten wir. Das ist auch so, ich meine, schaut euch diesen Hut an. Der ist zwar zerrissen, aber das sieht einfach cool aus, okay? Das ist der Anime-Effekt, ich sag's euch. In Real Life könntest du sowas niemals tragen. Aber In japanischen Zeichentrickserien und Videospielen funktioniert das. Okay, zwei Wanderer. Ich denke, das sollten wir hinbekommen. Also er dürfte ja Lucario einsetzen, oder? Das ist sehr stark gegen Gesteins-Pokémon. Zubat und Georok. Das ist quasi genau das, was ich erwartet habe. Gegen Skorgler und Lucario. Also ich finde, unser Team ist deutlich exotischer. Wisst ihr was? Akrobatik gegen Zubat und Georok überlassen wir Lucario. Ich finde, Lucario ist so ein Pokémon, das mag gefühlt jeder. Es ist halt so ein typischer Fan-Favorite. Also, keine Ahnung. Ist halt so ein Pokémon einfach, also, keine Ahnung. Es ist schon quasi bei deiner Geburt in deiner DNS festgeschrieben, dass du Lucario an irgendeinem Punkt deines Lebens halt einfach anfangen wirst zu mögen. Ich muss halt sagen, Lucario hat mich nie so wirklich interessiert. Also es war mir halt einfach immer egal.
Und deshalb habe ich jetzt auch absolut kein schlechtes Gewissen, Dampfwalze einzusetzen und es ebenfalls zu beschädigen. Es ist halt so... Ich weiß nicht. Also ich finde es jetzt nicht uncool. Ich kann verstehen, warum Leute es cool finden, aber es hat mich einfach nie interessiert. So. Es ist mir einfach immer egal gewesen. So. Vor allem... Ich glaube, man bekommt ja auch jetzt am Ende der Höhle von ihm ein Riolu-Ei. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und ich weiß nicht, warum ich das halt trainieren sollte, weil wir haben Panferno. Und ich finde Panferno irgendwie besser als Lucario. Zumindest mag ich es mehr. Was jetzt besser ist, kann man sich bestimmt drüber streiten. Beide sind auf jeden Fall sehr stark. Deswegen... Akrobatik gegen Mashok. Und, ja. Also, wenn ihr jetzt sagt, hey, was redest du da? Lucario ist mein Lieblings-Pokémon. Vollkommen okay. Ja, vollkommen okay. Sehe ich ein. So, ist in Ordnung. Ich meine, also, bei meinen Lieblings-Pokémon, die ich so habe, ja, also Scaraborn, Skorgro, Gewaldro, Shiggy, ich meine, okay, das letzte ist schon sehr beliebt, aber die anderen... Muss auch nicht jeder mögen. Versteht ihr, was ich meine? Aber... ich meine, sowas liegt immer im Auge des Betrachters. Superschall gegen Kamula. Das, wie lang geht dieser Kampf eigentlich? Wie viele Pokémon haben die? So, jetzt mal Real Talk. Wie lang soll dieser Kampf denn noch gehen? Also... War's das jetzt? Hollow erreicht Level 38. Ey, es wird Zeit, dass wir den mal tauschen. Und zu Gengar entwickeln. Das sage ich auch schon seit 2 Wochen oder so. Gut, die hätten wir besiegt. Da ist ein Pokéball. Beziehungsweise ein Hyperball, der in dem Pokéball drin liegt. Würde es nicht Sinn machen, da einfach einen Hyperball hinzulegen? Also, dass man den auch quasi in der Overworld sieht, dass es halt ein Hyperball ist. Keine Ahnung. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr... Ey, ich habe jetzt so keinen Bock auf wilde Pokémon-Kämpfe. Egal, komm. Vielleicht finden wir ja sogar was Sinnvolles, ne? Oh nein. Ich feiere es, wie die Musik einfach zweimal ertönt, anstatt sie einfach durchlaufen zu lassen. Wir haben wieder 5 Pokémon, Junge. Onix und Kleinstein. Oh Mann. Wie Standard willst du sein? Die beiden Typen, Onix und Kleinstein, Junge. Einfach die Standard-Höhlen-Pokémon. Also standardmäßiger geht's ja gar nicht mehr. So, das sind die beiden Gestein-Boden-Pokémon, die es gefühlt am Anfang jedes Pokémon-Spiels zu fangen gibt. Aber gut. Dampfwalze trifft auf jeden Fall alle, auch wenn es jetzt hier gar nichts ausnockt. Das ist belastend. Aber Kraftwelle macht dafür den Rest bei Onix. Jetzt haben sie beide noch 2 Pokémon. Suigetsu erreicht Level 33. Auch Suigetsu wäre auch gut gegen die da. Stalos! Okay. Dann wird's Zeit. Nochmal Dampfwalze. Oh Junge, das hat gefühlt gar nichts gegen Stalos gemacht, aber Lucario gefühlt komplett ausgenockt. Eieiei, das ist gar nicht gut. Vor allem wurde jetzt die Initiative von Lucario 2-mal gesenkt. Und das bedeutet, Stalos könnte wir jetzt vielleicht sogar vorher angreifen. Boah, Lucario greift trotzdem noch zuerst an. Das ist schon eine Sache. Das ist schon krass. Und Stalos ist paralysiert, okay. Donnerzahn. Ah, das war's. Okay. Kann man nichts machen. Stalos erlernt Donnerzahn, das ist schon... Boah, Junge, Stalos und Onix, Alter, wie bedrohlich sieht das denn bitte aus, Alter. Ich finde sogar, Onix sieht irgendwie noch bedrohlicher aus als Stalos. Ich weiß nicht, wieso Stalos guckt halt so, es lächelt so ein bisschen, ne, auch wenn es so ein fieses Lächeln ist, aber Onix sieht einfach nur aggressiv aus. Also, Onix macht mir definitiv noch mehr Angst. So. Ich meine, Onix sieht halt aus wie dieser, wie dieser Typ, der so... einfach wahllos auf dich draufprügelt. Stalos ist so dieser, er ist so der Boss. Er hält sich so zurück. Er zeigt noch nicht sofort, was er drauf hat. Versteht ihr, was ich meine? So, auf den ersten Blick sieht Onix irgendwie bedrohlich aus, aber Stalos hat definitiv noch mehr in der Hinterhand, okay? So, Kehrtwende.
So kommt Kamula zurück und macht wenigstens ein bisschen Schaden noch dabei, denn ich würde ganz gerne. Ja, ist die Frage. Ich würde tatsächlich. Komm, Akiza setzen wir ein. Akiza kriegt das hin. 100%. Bin ich überzeugt. Oh, Fluch. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht wirklich, um ehrlich zu sein, weil dieser Gigasauger wird es gleich ausnocken. Hoffentlich hat es nicht die Fähigkeit Robustheit. Und Stalos, was macht Stalos? Steinhagel. Na, da gibt's auch Schlimmeres. Gigasauger gegen Onyx. Und das dürfte definitiv ausreichen. Okay. Also mit Abstand. Ich glaube, das hätte noch für 12 weitere Onyx ausgereicht, okay? So. Stalos ist tatsächlich das größere Problem. Stalos macht mir mehr Angst. Eiszahn. Oh, Eiszahn! Okay, dieses Stalos ist wirklich eine Herausforderung. Aber. Oh, Georok auch noch. Ja gut, das dürfte ebenfalls kein Problem sein. Da machen wir dann halt nochmal Gigasauger. Dann nehmen wir ihm die KP weg, damit wir noch einen Eiszahn von Stalos ohne Probleme überleben. Das Gute ist, wenige von den gegnerischen Pokémon haben Robustheit als Fähigkeit. Ich glaube, das haben sie bewusst gemacht. Damit es, ne, ihr wisst schon, nicht so schwer ist. So. Ich bin komplett fein damit. Weil es sorgt nicht dafür, dass. Oh nein, jetzt ist es gefroren. Also, dieser eine KP, mit dem man dann überleben würde, sorgt jetzt nicht dafür, dass die Gegner den Kampf noch drehen, sondern es sorgt halt einfach nur dafür, dass der Kampf noch eine Runde länger dauert. Versteht ihr, was ich meine? Und das kann man halt rauslassen. Das ist, das ist in Ordnung. Aber jetzt wollen wir auch dann langsam hier Schicht im Schacht machen, okay? Und Ukognos hat absolut die Geduld verloren, okay? Bei diesem Kampf. Ich würde sagen, Flammenwurf. Machen wir uns nichts vor. Das wird reichen. Ich meine, wenn ein Affe mit einem brennenden Schädel dich mit Feuer aus seinem Mund attackiert, dann was willst du erwarten als 12 Meter große Stahlschlange? Keine Ahnung, wie groß Stalos ist, das war jetzt geschätzt. Kamula erreicht Level 36 und Akiza Level 39. Okay, die beiden hätten wir besiegt. Das hat deutlich länger gedauert, als es jemals hätte dauern sollen. Aber na gut, haben wir geschafft. Hier geht's noch weiter runter und da geht's wieder hoch und da geht's wieder runter und da geht's wieder hoch und da ist ein Pokéball. Da sind noch zwei Astrainer und zwei Team Galaktik-Rüpel. Einfach zwei Georok. Was? Das Gute ist, unsere Pokémon werden nach jedem Kampf wieder geheilt. Das ist ja, das ist halt wirklich immer das Gute, wenn man halt mit so Teampartnern zusammenkämpft. Das ist auf jeden Fall Ehrenmove an der Stelle. Es tut mir leid, dass ich immer dein Lucario mit angreife, aber das Ding ist, guck mal, hätten wir wenigstens Erdbeben. Erdbeben hätte jetzt safe gereicht, um die zu one-hitten. Dampfwalze nicht. Okay. Finale! Na. Man muss halt sagen, Finale und Explosion waren bis zur vierten Generation deutlich bedrohlicher. Als noch die Verteidigung des Gegners zusätzlich halbiert wurde, bevor die Attacke trifft. Okay, ich habe jetzt keinen Bock, gegen noch mehr Georoks und so weiter zu kämpfen, deshalb tun wir uns das nicht an. Da. So, und dann würde ich auch sagen, kann auch ruhig mal ein anderes Pokémon nach vorne, Suigetsu, kommen. Level 33, der braucht das Training. So, dann geht's hier lang und dann hier und da. Da ist noch ein Pokéball, okay. Top-Trank. Gibt Schlimmeres. Da ist nichts. Zum Glück haben wir noch 10 Sprühdosen Schutz. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, die habe ich mal zwischendurch gekauft oder so. Okay. Die werden jetzt maximal nervig sein, aber wir klatschen die weg, okay? Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser trainieren kann als hier? Ja, die Siegesstraße. Da gibt es auch starke Pokémon. Stärkere Pokémon und stärkere Trainer. Und am Ende ist die Pokémon-Liga. Und es ist auch eine Höhle, also...
Ja, das ist halt in jeder Hinsicht besser. Okay. Schon wieder Ponita. Schon wieder Ponita. Ich meine, guck mal. Dieser Ass-Trainer, ne, er macht's falsch. Er macht's falsch. Er weiß gar nicht, was er da tut. Er setzt einfach Ponita ein, so, obwohl wir ein Wasser-Pokémon haben. Bro. Schau's dir bei deiner Kollegin ab. Die setzt wenigstens Pokémon ein, was wir noch nicht tausendmal weggeklatscht haben. Pilippa. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt gegen Pilippa kämpfen möchte, aber... Das ist mal was Neues. Kidoa erreicht Level 38. Rückenwind. Oh, das ist gar nicht mal so gut in einem... Also für uns ist es gar nicht mal so gut in einem Doppelkampf. Alpollo. Okay, das wirst du bitter bereuen. Bro, du hast zwei gravierende Fehler gemacht. Zuerst hast du Ponita eingesetzt, was mich sowieso schon provoziert, weil wir schon tausendmal dagegen gekämpft haben. Und dann hast du auch noch eines unserer Pokémon in den Kampf geschickt. Also, dümmer hättest du dich nicht anstellen können, okay? Und das meine ich jetzt vollkommen ernst. Okay, Suigetsu ist zurückgeschreckt. Jetzt aber. Junge, was bringt Konzentration? Was bringt das? Knirscher gegen Alpollo, fertig. Also, die rechts ist mir auf jeden Fall deutlich sympathischer als der links, okay? Bojelin? Okay, damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Hast dich nochmal gerettet. Hast dich nochmal gerettet, Bruder. Knirscher. Wasserdüse. Lucario steckt aber hier auch einiges weg, ne? Muss man definitiv sagen. Aber es wäre gut, wenn es dann jetzt auch mal angreifen würde. Okay, Kraftwelle. Das war sogar ein Volltreffer. Knirscher. Gut, Bojelin wäre besiegt. Level 34. So, jetzt müssen wir nur noch dieses Pilippa besiegen. Nur noch ist so eine Sache, aber... Kraftwelle, das macht gefühlt keinen Schaden. Knirscher wird auch nicht reichen. Oh, es ist aber paralysiert. Es ist paralysiert, das ist etwas. Knirscher. Und es ist paralysiert, okay. Nochmal Knirscher. Und nochmal Kraftwelle. Mit vereinten Kräften diesen Riesenschnabel vollstrecken. Okay, Kamuda erreicht Level 37. Das ist schon mal etwas. Mogelbaum, okay. Das dürfte deutlich einfacher sein. Kaskade. Und damit ist das gegessen. Und dann auch noch Kraftwelle. Oh, okay. Da steckt doch was weg, der Gute. Aber Kaskade wird auf jeden Fall reichen. So, jetzt noch ein Pokémon, oder? Ah nein, das war's schon. Okay. Es war ein toller Kampf. Deine Pokémon und du arbeiten sehr gut zusammen. Danke. Ich wäre lieber durch einen Sieg stärker geworden. Junge, guck mal. So, ich meine, deine Kollegin ist wenigstens bodenständig geblieben, okay? Du setzt einfach Pokémon ein, die du niemals einsetzen solltest, okay? Und dann bist du auch noch frech am Ende. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Jetzt wird mir so einiges klar. Dass die Pokémon hier so unruhig sind, ist wohl auf eurem Mist gewachsen, Lee. Es schert mich ein Feuer. Junge, rede nicht so viel. Komm, lass uns die einfach platt machen und dann haben wir das doch. Wie einfach auch jedes Team Galaktik-Mitglied einfach dieselbe Frisur hat. Und genau gleich groß ist. Und die gleiche Augenfarbe hat. Und genau gleich aussieht einfach. Okay. Charmian und Zubat. Ungefähr das, was ich von Team Galaktik erwarten würde. Oh! Bedroher funktioniert nicht gegen Zubat, aber gegen Charmian, okay. Kaskade. Und Kraftwelle. Okay, Charmian ist besiegt, dann trifft die Kaskade halt Zubat, das ist mir auch recht. Ukognos erreicht Level 41. Ukognos hat mittlerweile ganz andere Level von Stärke erreicht. Ich feiere einfach immer noch die Kaskade-Animation. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, okay? So. Glibunkel. Ja. Also ich meine, gegen Rocco ist der Typ auf jeden Fall sehr effektiv. Und Zubat ist eines der Pokémon von Rocco und Glibunkel auch, lol. Also, ja, das könnte aber genauso gut Roccos Team sein. Rapidschutz. Ich weiß jetzt nicht genau, was Rapidschutz macht, um ehrlich zu sein.
Ich bin nicht so der Doppelkampftyp. Metallklaue. Oh, ganz knapp überlebt. Aber der Angriffsboost, ganz wichtig, okay? Wichtig und richtig. Und Kaskade ist also gar kein Problem. Hollow erreicht Level 39. Hollow ist einfach nach Ukognos das stärkste Pokémon in unserem Team. Ich weiß noch, als wir es als Nebulak gefangen haben in der alten Villa, da war es komplett unterlevelt. Aber hey, es hat sich sowas von gelohnt bisher. Es ist wirklich eines der stärksten Pokémon in unserem Team. Metallklaue. Okay. Und jetzt Kaskade. Das dürfte auch dieses Skunkapu komplett weghauen. Junge, Gyarados einfach auch so krank stark. Es ist nicht normal. Oh, Finalschlag. Okay. Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie uns hier Schaden macht, okay? Team Galaktik. Ich glaube, der andere hat noch ein Pokémon, oder? Akiza erreicht Level 40. Toxin, okay, das ist interessant. Solarstrahlwachstum. Ja, dann Stachelspore weg. Toxin klingt sehr interessant. Golbat. Oh Junge, kannst du nicht einfach flüchten? Kannst du nicht einfach sagen, hey Bro, das lohnt sich jetzt nicht. Wozu soll ich jetzt noch meinen Golbat in den Kampf schicken? Ich meine, komm schon, Mann. Komm schon, Mann. Als ob du jetzt glaubst, mit Golbat einfach ein Lucario und ein Gyarados besiegen zu können. Kreideschrei, Kaskade, auch wilde Kombo, wenn ich das mal so sagen darf. Also, ja. So, jetzt erreicht Level 35. Jetzt dürften wir aber hier auch mal in der Höhle so langsam fertig sein, oder? Also komplett auf der Eiseninsel, denke ich mal. Es hat lange genug gedauert alles. Oha, was war das denn für ein, okay, das Ei in eine PC-Box. Das ist das Riolu-Ei, von dem ich gesprochen habe. Was waren das denn jetzt für random Zooms? Habt ihr das gesehen? Das sah ja richtig weird aus. Wie die Kamera plötzlich reingezoomt ist und dann am Ende aber auch direkt wieder so instant rausgezoomt ist. Hä? Keine Ahnung. Okay, hier geht's hoch. Da ist noch ein Pokéball rechts. Ah, Junge, als ob wir jetzt dafür extra nochmal Schutz einsetzen. Aber muss ja. Ich habe jetzt keine Lust. Oh, ein Leuchtstein! Warte mal. Jetzt ist die Frage. Entwickelt sich Roseda mit einem Leuchtstein oder mit einem Funkelstein? Das ist die Frage. Ah! Was? Das ist es! Oh mein Gott! Es hat sich sowas von gelohnt, auf die Insel zu kommen. Alles, was ich jemals wollte. Also nicht alles. Nicht mal ansatzweise alles. Aber komm schon! Roselia! Akiza! Entwickelt sich! Sie wird endlich zu einer richtigen Rose! Endlich! Roserade! Es hat ja auch lange genug gedauert. Mit süßem Duft lockt es Beute an und bringt sie mit Hilfe der dornbesetzten Ranken in den Blumensträußen an beiden Armen zur Strecke. Oh, Freunde. Also, ich weiß, viele haben Akiza unterschätzt, okay? Ich weiß, bis zu diesem Zeitpunkt war sie nicht unbedingt das stärkste Pokémon in unserem Team und das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber Roserade ist nochmal ein ganz gewaltiges Upgrade im Vergleich zu Roselia. Ich meine, schaut euch das an. Das ist, okay, nach Alpollo, der stärkste Spezialangriff in unserem Team. Und ist auch eines der schnellsten Pokémon in unserem Team, okay? Also, dieser Gigasauger und dieser Solarstrahl, ich glaube, davor sollte sich ab jetzt jeder Gegner in Acht nehmen, okay? Ja. Das war doch ein erfolgreicher Ausflug, würde ich mal gesagt haben. Also, unsere Pokémon sind auch mittlerweile alle voll entwickelt. Also, abgesehen von Hollow, den müssen wir immer noch zu Gengar entwickeln. Und Kamula können wir allerdings erst nach der Story entwickeln. Ah ja, auch nicht zu vergessen, Sakura können wir auch noch zu Pixie entwickeln, ne? Also ja, aber ich meine, die jetzt im Team sind und noch entwickelbar sind, abgesehen von Hollow, sind alle voll entwickelt. Ja, ich würde sagen, das war ein gelungener Abschluss, Freunde. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.